Willkommen bei Visionäre am Start der Sendung, wo wir interessante Unternehmer einladen, mit ihnen Spiele spielen. Heute hier im Spiele Peter in Klosterneuburg. Aber vor allem zu Gast heute bei mir der Renato. Hallo, servus. Hallo, freut mich sehr, da zu sein. Vielleicht ganz kurz, was machst du denn überhaupt beruflich? Ich bin selber ein Animationskünstler und ich produziere Videos, also schneide Videos. Aber wir machen mit unserer Firma Entertainment Marketing. Wie heißt die Firma? Image Hoch 2. Image Hoch 2, sehr cool. Wir lernen uns ein bisschen besser kennen, aber durch ein Spiel. Wir haben Speed Cups hier. Das Spielprinzip, wir haben Spider noch nie gespielt, das ist jetzt sehr spannend. Das Spielprinzip ist, wir decken gleich ein Kärtchen auf und müssen die Kapperl in der richtigen Reihenfolge aufeinander stapeln und wer schneller ist, drückt die Glocke. Das kann nur schief gehen. Wir probieren es einfach mal, okay? Ich decke als erstes auf, okay? Gerne. Passt. So. Das ist nichts für mich. Ich habe Hoffnung, dass ich heute gewinne. Renato, erzähl mir mal, wie wird man Animationskünstler? Wie kommt man dorthin? Wie hat es dich dahin verschlagen? Boah, im Großen und Ganzen, ich war immer schon ein Nerd, sage ich einmal. Also meine Kindheit da wurde ich viel von Videospielen begleitet, von Serien, von Cartoons, von Comics. Und irgendwie ist da einfach meine Liebe dazu gekommen, im Endeffekt. Okay. Und ja, ich war einfach immer schon ein kreativer Mensch. Mhm. Lieblingscartoons, wo waren wir da unterwegs? Boah, wenn es jetzt um Anime geht, wäre es momentan Attack on Titan, zum Beispiel. Cool. Ich habe die erste Season gesehen, aber Schau weiter, die vierte allein, boah, es ist ein Wahnsinn. Ja, sehr schön. Und da kommt diese Animationsliebe her, das heißt, du machst für Unternehmen, für Menschen, die sagen, ich brauche eine richtig coole Optik, eine richtig coole Grafik, auch 3D-Geschichten zum Beispiel. Genau. Also 3D ist jetzt momentan noch mehr in Arbeit, da habe ich jetzt noch nicht das ganze Know-how dazu. Mhm. Ich hab mich jetzt vor allem auf 2D-Animation spezialisiert, in erster Linie. Okay. Beziehungsweise mache ich auch weitere Effekte in After Effects für Videoproduktionen zum Beispiel. Mhm, cool. Und das in Kombination mit der Image Hoch 2 quasi, also für Firmen, die sagen, ich muss mich darstellen, baut hier schöne Sachen zusammen sozusagen. Genau. Also im Großen und Ganzen mache ich auch dann die Grafik. Also ich bin da eigentlich ein ziemlicher Allrounder. Wenn ich dann ein Projekt bekomme, dann mache ich es eigentlich von vorn bis hinten durch. Sehr cool. Sehr schön. Erstes Kärtchen geht einmal an mich. Ich muss die Logik nochmal in meinen Kopf kriegen von dem Spiel. Genau, also von links nach rechts oder von unten nach oben, wenn es ein Pflänzchen ist, ja. Das ist ganz schlecht für mich. Ja, probieren wir es mal. Ich war überrascht, dass es so gut funktioniert. Grün. Warte, ich glaube, ich bin falsch. Nein. Oder? Du bist falsch. Grün, schwarz. Ja, ich bin falsch. Ja. Was ist denn so das schönste Kompliment, das man erhält, was du schon erhalten hast von einem Kunden, wo du sagst, okay, das hat mich wirklich gefreut? Boah, unterschiedlich. Im Großen und Ganzen, es ist nicht so das Kompliment selbst, worüber ich mich freue, es ist einfach die Reaktion vom Kunden. Also im Endeffekt, das Beste ist halt einfach, wenn die Kunden herkommen und sagen, ja, das hat mir Reichweite gebracht, online zum Beispiel. Oder das taugt einfach allen Leuten, die sich das anschauen, so gut. Das ist eigentlich das Schönste. Cool. Das ist dann natürlich oft auch so eine erste ehrliche Reaktion, wenn der Kunde selbst das sieht, das sieht man ja auch. Ja, absolut. Ja. Vor allem, man merkt doch einfach, dass die Menschen kreative Arbeit sehr schätzen, wenn man wirklich seinen Kopf reinsteckt. Ja. Also ich bin einfach kein Fan von Stangenproduktionen, sagen wir so. Wie von der Stange gekauft. Ja, sehr. Also das macht viel aus bei den Leuten. Absolut, ja. Also liebe Unternehmer, wenn du sagst, ich wollte mal was richtig arg Kreatives, ich glaube der Renato, das könnte schon einer sein. Decke ich wieder auf? Deckst wieder auf. Okay. So. So. Wie? Ja, von links nach rechts. Jetzt warst du höflich. Ich war noch nicht fertig, darum habe ich abgebrochen. Ich war voreilig mit der Hand. Ich klopfe mir was vor, das war so einer, okay. Hilfe. Erklär mal, damit ich mir was darunter vorstellen kann, was war denn eins deiner schönsten Projekte, die du bis jetzt gemacht hast? Boah, so mein schönstes Projekt. Die Videos von Magerglas im Großen und Ganzen. Cool. Speziell, er bekommt jetzt ein neues Videopaket von uns. Mhm. Und da habe ich jetzt zum Beispiel eine neue Logo-Animation gemacht. Das ist momentan für mich so das Highlight, was die Animation angeht. Im Großen und Ganzen, also von den Effekten her, davon, wie es einfach ausschaut. Es ist sehr dramatisch kinohaft. Aha, cool. Also wer das sehen möchte, einfach bei Magerglas auf Facebook schauen. Sehr schön. Es ist spannend, wie macht man Glas dramatisch? Boah, viele
Brechgeräusche im Endeffekt. Okay. Man muss viele Splitter sehen, es muss glänzen, es muss was raushauen. Und ja, im Endeffekt geht es dann halt auch ums restliche Video dann. Und Logo-Animationen sind generell etwas für mich, das ich immer sehr gern mache, weil da kann man alles dramatisch betonen, mit den richtigen Soundeffekten vor allem dann noch. Sehr cool. Das heißt, gerade wenn ich sage, also so eine Signation beispielsweise auch zu machen, so eine Logo-Animation-Signation, so sehr cool. Das ist für mich ein absoluter Favorite, so zum Arbeiten. Also da kann mir jeder einfach sein Logo hergeben und ich mache was draus. Das macht immer Spaß. Das ist eine schöne Sache, man kann es dir geben und du machst was draus und man muss sich gar nicht selber so den Kopf drüber zerbrechen, oder? Ja, ich glaube, das ist ein Vorteil für die Leute. Aber es ist auch nicht immer ganz leicht, weil wenn man mal den Geschmack doch nicht ganz trifft, das trifft mich dann selbst schon im Herzen. Okay. Weil da steckst du dann lieber rein und dann sagt er vielleicht, na, er will es anders. Das tut dann schon manchmal weh. Ja, aber man macht dann trotzdem das, was der Kunde hat. Na klar, ja. Es muss ihm gefallen. Ja, genau. Ja. Aber schön. Tolle Sache. Also ja, auch wiederum, wenn ihr eine Logo-Animation ist schon eine coole Sache. Den habe ich gekriegt, gell? Ich glaube schon, ja. Ja. Okay, cool. So, du legst auf. Stimmt's überhaupt? Ja. Ja. Wer hat das Spiel ausgesucht? Peter, ich habe durch, quasi hier durch den Spielraum geführt und hat gesagt, das wäre ein lustiges Spiel. Und gesagt, das haben wir nie gespielt. Es ist super lustig, aber stressig. Und ich glaube, da habe ich eine Karte zu viel. Geschickt geschummelt, ja, sehr gut. Was mich interessiert, Renato, der Renato privat, was ist denn so, was machst du so in deiner Privat, in deiner Freizeit, wie kommst du runter, wie entspannst du, was ist so denn? Boah, im Großen und Ganzen vor allem zeichnen und schreiben, also ich schreibe irrsinnig gerne Geschichten und zeichnen tue ich eigentlich so gut wie alles, also zu den Sachen, von denen ich eigentlich selbst ein Fan bin. Also Fanarts machen, wie zum Beispiel von Videospielen, diverse Charaktere und da mache ich einfach gerne Motive draus und sonst, wenn ich zeichne, bin ich meistens in meinem Sketchbook drinnen und übe einfach nur dahin. Also, dass ich lerne, die Körper richtig zu zeichnen, dass ich ein paar Stilmittel ausforsche. Also, das ist so. Bei dir ist es wirklich einfach Hobby ist gleich Beruf. Ja. So ziemlich, ja. Das ist auch mitunter der Grund, warum ich sehr gern mehr in die Animation noch möchte. Also, so wie jetzt zum Beispiel bei Disney oder Pixar-Filmen oder in Cartoons. Weil da kann ich einfach zeichnen und auch gleichzeitig animieren. Sehr cool. Und was ich sehr toll finde, weil das in Videoproduktion und Co. ist das große Thema oft diese Mischung aus Technik, also schöne Bilder und Storytelling. Oder hast du gerade gesagt, du schreibst gerne Geschichten. Ja? Absolut, ja. Aber bei uns das Storytelling macht in erster Linie mein Vater. Mit dem arbeite ich zusammen. Der ist auch gelernter Texter. Er macht alle Werbetexte bei uns, er schreibt die Skripts, die Storyboards bereiten wir dann gemeinsam vor. Und ich bin dann immer im Nachhinein für das Drama da, damit die Videos, das ist Drama. Damit das knallt. Sehr schön. Genau, ich kenne deinen Papa auch, der war ja auch sogar Drehbuchautor, gell? Ja, ganz genau. Ich glaube, cool. 10 Jahre lang, glaube ich sogar. Ja, ja, sehr cool. Na, da ist also cooles geballtes Know-how, das optische Drama und das Storytelling dahinter. Absolut. Ist super. Also im Endeffekt habe ich das, glaube ich, auch nur, weil ich sehr viele Filme geschaut habe, mein Leben lang. Da kriegt man sowas mit. Ja, voll. Ich würde gerne mal dein Sketchbook mit Fanartwork sehen, da reden wir nachher drüber. Willst du mein schönes Sketchbook sehen oder mein Schmierbuch? Beide. Okay. Ich sollte mal. Ja? Warte. Ah ja, genau. Das habe ich vergessen. Das ist ein bisschen ein Nachteil sonst. Scheiße. Warte, ganz kurz überprüfen. Ja, korrekt. Ja. Das ist stressig. Und du hast vorhin noch gemeint, dass du das selbst vermasseln wirst. Ja, aber schau, es ist das. Noch einmal Chance auf Unentschieden. Unentschieden wäre doch das Schönste, oder? Wo soll es denn hingehen für dich in der Zukunft, wenn du sagst, okay, das möchtet ihr mit der Image Hoch 2 noch machen, erreichen, wo soll es hingehen? Habt ihr da so ein bisschen Pläne, du und dein Papa? Ja, absolut. Ja. Also im Großen und Ganzen, das, was uns wichtig ist, ist einfach effektive Werbung zu machen für unsere Kunden, die aber auch lustig ist, weil man sieht sehr viele Werbevideos oder Werbung, wo du dir einfach nur in den Kopf greifen kannst und du denkst, okay, das reißt nicht gerade mit. Das ist der eine Punkt bei uns. Für mich persönlich soll es aber irgendwann eben mehr noch Richtung Animationsstudio gehen. Also mein absoluter Traum wäre, wenn Filmproduktionen zum Beispiel ihre Animationen auf uns auslagern. Dass ich dann wirklich sagen kann, okay, ich habe da mehrere kreative Köpfe bei uns,
Und wir schauen uns das gemeinsam an und können dann vielleicht ganze Folgen von einer Serie produzieren oder einzelne Shots davon. Das wäre für mich der absolute Traum. Sehr cool. Und da will ich eben auf jeden Fall Richtung Entertainment gehen. Sehr immer schön. Weiter. Sehr schön. Ja, Entertainment ist auch das, was verkauft. Also auch gerade cool wäre mal vielleicht so ein Werbeprojekt, wenn man sagt, hey, mach uns einen richtig coolen Animationskurzfilm oder so. Das wäre ein Wahnsinn. Ja. So Richtung Musikvideos oder so würden da auch voll viel also, taugen. Lieber Zuschauer, da sitzt er. Ja. Sehr gut. Machen wir letzte Runde. Du deckst auf, oder? Jawohl. Stimmt's überhaupt? Ich glaube schon, ja. Korrekt. Jetzt haben wir das unentschieden. Jetzt haben wir das unentschieden, schau. zum Abschluss noch. Was ist so die größte Herausforderung für euch gerade bei der Image Hoch 2? Also wie könnte man euch als Unternehmen unterstützen? Wie sagt es, lieber Zuschauer, wenn die Wunschfee jetzt vor der Kamera sitzen würde, womit würde man euch gut unterstützen können? Boah, im letzten, also im Endeffekt vor allem uns bekannt machen, unsere Sachen teilen, wenn man was online hat, dass man einfach eine gewisse Reichweite kriegt natürlich. Und wenn man uns empfehlen möchte, dann am besten einfach auch freidenkende, lustige Köpfe, die auch offen dafür sind, sich mal anders zu präsentieren im Endeffekt. Also das wäre eigentlich so der einzige Wunsch gerade. Kreative Unternehmer da draußen, die Kontaktdaten haben wir gerade eingeblendet. Meldet euch bei Renato und Image Hoch 2. Renato, vielen Dank, dass du hier warst. Wir haben es besser überstanden, als wir beide, glaube ich, dachten. Ja. Ich dachte, die Hütchen werden da drüben landen. Ja. Aber wir haben es gut geschafft. Danke, dass du bei mir in der Sendung warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Cool.